Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz von 2 Kölsch. Und das am 33. Spieltag der Bundesliga. Und der FC trifft auf die Truppe von Bayern München. Aber Leute, was natürlich viel wichtiger ist, der erste FC Köln ist nach dem Spiel in Freiburg aus der ersten Bundesliga abgestiegen. Und das ist natürlich so eine richtig handfeste Scheiße. Ja. Ja. Und damit ist das Wort ausgesprochen, dass wir uns eine ganze Saison lang verkniffen haben. Ja. Und warum haben wir uns das verkniffen, ist eigentlich logisch. Wenn man bis zum Kinn in der Scheiße steht, ja, reißt man's Maul erstmal besser nicht auf. Ja, das stimmt. Es hat sich natürlich einiges angestaut in den letzten Monaten. Ja. Aber ich denke, jetzt ist die Zeit gekommen, um das Kind beim Namen zu nennen. Es ist einfach Scheiße. Scheiße. Ja, und das gilt natürlich auch für dieses unsägliche Märchen von den feiernden FC-Fans. Ganz ehrlich, also wenn man die überregionale Presse liest oder auch einfach nur den Fernseher einschaltet, überall hat man den Eindruck, bei uns in Köln wäre alles in bester Ordnung. Ne? Und der Kölner, der feiert schunkelnd in die zweite Liga rein. Mach mal locker, ne? Nichts ist in Ordnung, Leute. Gar nichts. Ganz im Gegenteil. Es ist alles eine einzige Scheiße. Ja, ganz ehrlich gesagt, Verletzungspech. Ja, okay. Ja, Transferpolitik. Sendepause zwischen Stöger und Schmadtke. Diese Saison war wie Joggen auf der Hundewiese, ja? Wir sind von einer Scheiße in die nächste gedreht. Ja, genau. Aber wir hatten trotzdem bis zum Schluss die Chance, aus der Scheiße auch wieder rauszukommen. Absolut. Und was passiert dann? Dann holen wir wirklich 2 klägliche Pünktchen aus 5 Spielen. Ey Leute, ganz ehrlich, es war doch eine einzige Scheiße. Und wenn eine Saison so scheiße läuft, ja, dann ist das, das muss man auch mal ganz klar sagen, kein Betriebsunfall. Ein Betriebsunfall ist, wenn man einmal in die Scheiße tritt. Ja. Wenn man aber über ein ganzes Jahr immer wieder in die gleiche Scheiße tritt, ja, dann ist das ein Unfallbetrieb. Ja. Und da kommt man eben nur raus, wenn alle über ihren Schatten, man müsste sagen, über ihren Haufen springen. Ne? Also, es geht darum, die Fehler zu analysieren. Ja, und wie kann man das machen? Also unser Vorschlag wäre, dass man sich vielleicht auch nochmal mit den Zielen beschäftigt, die man sich ursprünglich einmal auferlegt hat. So blöd. Und was waren das denn für Ziele? Also natürlich wollte man den ersten FC Köln langfristig in der Bundesliga etablieren. Ja. Aber dieses Ziel ist ja wohl absolut krachend gescheitert nach diesem kläglichen Abstieg. Und was war denn das zweite Ziel, das wir damals hatten? Den Verein vereinen. Das hat lange eigentlich ganz gut funktioniert. Ja. Aber Stand heute, Leute, sind wir doch mal ehrlich, sind wir auch an dieser Stelle total gescheitert. Und man sollte bloß nicht den Fehler machen, jetzt nur die Ultra-Thematik an dieser Stelle zu betrachten, sondern dieses Thema ist natürlich viel vielschichtiger. Und jetzt müssen unbedingt die richtigen Lehren gezogen werden. Ja. Denn sonst werden wir uns noch viel tiefer in die Scheiße reinreiten. Genau in diese Scheiße reiten wir uns dann nicht. Ja. Eine Sache wohlgemerkt ist natürlich richtig, ja. Der Verein ist heute viel besser aufgestellt. Es ist nicht zu vergleichen mit 2012, nee, ja. Aber aufgestellt, ne, sagt es ja schon, ne, er steht. So, und offenbar hat die Scheiße sich aber bewegt, denn sie hat uns ja eingeholt. Sonst wäre es ja nicht möglich. Da ist sie wieder. Ja, die Scheiß zweite Liga. Ja, und deswegen steht auf den Shirts diesmal auch Return of the Code. Scheiße. Scheiße ist zurück. Scheiße. Ja, Leute, aber wir wollen ja ehrlich bleiben. Und wir haben immer gesagt, dass wir den Abstieg hinnehmen für Europa. Und dazu stehen wir jetzt auch an dieser Stelle. Und wir müssen irgendwie durch diese
ätzende Zweitligasaison durchkommen mit all den geilen Erinnerungen an Europa. Das müssen wir irgendwie hinkriegen. Ja, in Wahrheit ist ja so, Scheiße ist ja auch ein hervorragender Dünger. Ja, darauf kann ja etwas entstehen, etwas ganz Großartiges. Ja, Schicksal als Chance. Ja, das, genau, ne? Das Wichtige, was uns jetzt, warum schreien wir die ganze Zeit hier Scheiße? Wir wollen einfach, dass alle, aber wirklich alle, ja, auch etwas daraus lernen und wir nicht immer und immer wieder in die gleiche Scheiße reinwarten. Darum geht es eigentlich. Ne? Ja, genau. Ja, darauf können wir doch mal. Zwei Kölsch auf drei Punkte. Grüßerchen, Leute. Hau weg die Scheiße. Jetzt ist aber mal langsam gut mit der Scheiße. Ne? Ich denke, wir haben unser Scheiße-Kontingent jetzt für diese Saison und für die nächste Saison schon mit ausge. Ich glaube, das waren doch höchstens 95 in dieser PK, ne? Guinness-Buch verdächtig. Oder gab es das schon mal in der PK? Weißt du, was mir gerade einfällt? Nein. Was machen wir eigentlich, wenn am Samstag oder noch vor dem Spiel der Poldi perfekt gemeldet wird als Neuzugang für die neue Saison? Und wir stehen am Samstag im Stadion mit diesen Shirts. Return of the Code. Da müssen wir auf den Humor von Poldi vertrauen und Atta, haben ganz schön Atta in die Scheiße gegriffen. Definitiv. Poldi, du weißt, wie es gemeint war dann. Ne? No risk, no fun. Okay, und letztes Wort an unseren Trainer, lieber Stefan Rutenbeck. Ja. Also, dass du dir diese Scheiße zugemutet hast. Ich glaube, letztes Mal Scheiße. Damals, mit drei Punkten hast du den Laden übernommen. Da ziehen wir wirklich unseren Hut. Super gemacht. Alles Gute für deine Zukunft. Mach's gut, Stefan. Vielen, vielen Dank.